Moin Friends, kann man es schön hören hier? Wir haben gerade hier mächtige Probleme mit den Antriebsleinen der Karre. Wird mal wieder die nächste Aktion geben. Einmal Hofschlachtfest. Kacke rausballern. Die vibriert alles wie die Sau. Ja, immer wieder was Neues. Gerade unterwegs im Mobi, ja, haben eine wahre Rarität besorgt. Kalkfeinputz von Otterbein gab es nur in Weimar. Ja, einfache Strecke, 68 Kilometer. Da hat es jetzt mal die Antriebswellen ziemlich endentschärft. So, jetzt muss ich mal gucken hier. Mit dem Wagen hier wieder im Konvoi vielleicht nach Schweden, Norwegen ballern und da noch ein bisschen die Gegend unsicher machen. Und das sind schon mal ein paar tausend Kilometer hin und zurück. Hatten ja gedacht, kann es so lassen, aber fühlt sich nicht so pralle an. So, jetzt geht es um die Antriebswellen. Hatte ich ja schon mal einen Pfad vom Baumarkt drüber gesprochen. Ich will jetzt mal hier das Rad abbauen. Mit dabei unser fetter Makita, 1000 Newtonmeter. Werden wir gegebenenfalls auch mal verlinken, das Vieh. Wir wollen jetzt mal die Teilenummer uns abschreiben und gleich mal die Befestigungsschrauben vom Querlenker mit Rostlöser einsprühen. Also hier Schrauben. Rost. Das ist schon eine geile Sache hier. Wenn man das richtige Gerät dafür hat. Hier haben wir mal einen kleinen Wagenheber uns heute gegönnt. Rangierwagenheber, 2 Tonnen. Haben wir mal ein Unboxing zu schon gedreht. TÜV geprüft. 39 Tacken. Männlich. Voll billig. Der Globus Baumarkt. Globus. So, was haben wir hier? Hier rollt die kurze Welle. Ah ja, hier ist auch was drauf. Das Rad mal da stehen. Das rollt schon nicht weg. Mal gucken. Das ist die Nummer. Da fehlt schon die Hälfte. Von was? Der Nummer. Und der Nummer. Na? Hört ihr jetzt? Linke ein bisschen stärker ausgeschlagen als das rechte. Also hier ist noch aber viel mehr kaputt. Was ist viel mehr kaputt? Ausgeschlagen. Schaut euch das doch mal von Audi der Seite. Original. Von Audi. 17 BJ. Aber da fehlt natürlich die Nummer. Vielleicht haben wir noch eine identische Nummer von der anderen Seite. So, hier unten haben wir jetzt diese Schrauben. Ich weiß nicht, ob man sie sehen kann. Warte. Da. Stimmt. Die Dreie, die muss man losmachen. Mhm. Und dann hier noch die Achsschraube. Fällt das dann ab? Ah, da brauche ich auch wieder einen Spezialnuss, sehe ich gerade. So wie es aussieht, ein Traum. Pure Eskalation hier schon wieder, meine Freunde. Schau dich doch mal an hier. Spezialnuss. Da unten wird gesprayt. Mit WD-40. So, das kann dann mal reinzippeln. Ich steck dabei, mach noch mal ein Bild da vom Aufkleber. Und dem Gerät. Trifft vielleicht von der Seite noch mal, von meiner. Das sind noch die Original. Schwierig, ne? Gut. Gucken. Was zeigt, was eingestanzt ist hier? Nein. Hier ist noch was. Und der Manschette. Vielleicht reicht dir die andere Seite. Gut. Ich habe ihn noch fest. Ist abgerissen. Purer Fusch hier. Gas. Gut. Alles am Start. Bremsen sind auch noch gut. Bremsen sehen auch gut aus. Kann man uns glücklich schätzen. Ich spüle schon wieder wie so ein
bin eine Fritteuse. Scheiß. So, dann gehen wir erstmal dann nächstes Richtung Forschung der Teile. Seid gespannt. VW, frag nochmal lieber nicht. Verraten einen in der Regel auch nichts. Sie wollen es hier selber einbauen. Ich möchte es selber einbauen und. Für ein paar tausend. So. Gar nicht mal so untertrieben. So, zum Festmachen nehmen wir nur die kleine Stufe. Kleine Stufe, zeig mal das hier, die Bedienung. Ich will das nochmal genau. Hier kannst du den Drehmoment einstellen. Hier volle Harte, soft und hart. Wir zum Festmachen soft. Nehmen wir nur die kleine. Heute ist ganz soft, deswegen. Nehmen wir hier die Schrauben weg. Einfach nur ganz. Ganz reingesoftet. Ja, Allwetter. Alles Gute, was es gibt. Abschließende Worte. Schwitze und lauf jetzt irgendwas. Vielleicht schönes Kühles. Schönes Kühles. Hältst du davon, dass es in der Sonne gestanden hat? Kannst selber saufen. Ja. So, hi Friends. Ich zeige jetzt nochmal, wie man hier die Antriebswelle rechts ausbaut. Hab mir jetzt hier mal 17er Nuss besorgt. Im Bus, weil hier auf der Seite ist eine andere Schraube verbaut. Schlagschraube ist auch wieder am Start. Maximales Lösemoment links. Bin gespannt, ob wir das Ding abbekommen. Gut festhalten. Ja, gut, die ist gut fest. Werkzeuge. Man braucht einen Wagenheber, am besten noch eine ebene trockene Fläche unter einem Dach oder gutes Wetter. Die Schraube nicht los. Dann den Wagenheber, dann halt schon das Ersatzteil, dann den Nusskasten. Jetzt ein bisschen entlastet. Wir schauen, ob es besser geht. Mal so viel länger. Gar nichts. Da bräuchte man so einen großen Hebel, ne? Vermutlich. Fetten Schlagschrauber. Reicht der von Uli mit Pressluft? Seite. Jetzt geht das Ding nicht ab. Hier ist alles echt vom Feinsten. Oh, leck mich im Arsch. Komm. Schön festgefressen. Oh, ist der schön heiß. Ich nehme mal einen neuen Akku. So einen langen Hebel. Aber der wird dann eh knacken. Mal schauen. Ich gehe in Sicherheit. Das ganze Auto wackelt. Leck mich am Arsch.
hier unbedingt. Jetzt kommt's. Ja! Er hat's geregelt, deswegen immer langer Hebel, auch wenn man einen Lackschrauber hat. Immer wichtig bei solchen alten Autos. Gut, haben wir die schon mal gelöst. Jetzt machen wir die. Können wir die Radschrauben mal losmachen. Dafür nimmt man sowas. Können wir auch dazu dafür. 17 mm. Seht ihr ja. Mal hoch das Ding. Lässt mal hoch. Ja, hohe Gewalt. Das ist schon immer eine gute Lösung gewesen, Freunde. Und wir zeigen euch jetzt mal einfach hier, ja, keine gefakten Videos mit vorgelockerten Schrauben. Mal eben so schnell im weißen Kittel. Ne? Hier seht ihr mal so eine richtig schön angegammelte Scheiße. Ja? Die hatten wir ja schon mal gewechselt. Ja, das ist jetzt hier kein Problem. Aber das in der Mitte. Das war schon. Da fällt das Rad schon ab. Absolutes Vieh, das sieht man jetzt wieder. Deswegen ist da auch Kacke dran. Wo ist die Kacke dran? Ist das da nicht Kacke hier? Nicht verarschen. Aber es ist nicht an deiner Hand. So, wir packen uns den dann wieder hier so drunter. Mit Sicherheit. Das hat sich so ein bisschen hochbocken. Bei Sicherheit muss sein. Hier, da sehen wir auch schon die Antriebswelle drinnen schlummern. Stellen wir den Strahler da genauer hin. Da zieht sich der Wagenheber richtig drunter. Wie hoch das Auto schon liegt. Deswegen immer nur den Reifen drunter packen. Bretter und Balken. Das ist natürlich alles hier so fachgerecht ist. Ja, kann ich nicht beurteilen, muss jeder selber von euch wissen. Und wir machen das hier so, wie es halt auch in Afrika vielleicht stattfindet. Freunde. Das ist schon ganz schön hoch. Jetzt wird es auch langsam reichen, oder? Mal an, hier perfekte Feder an. Alles noch vom Feinsten. Langsam runter. Langsam runterlassen. Liegt halt ein Teil der Last hier drauf. Das ist gut, weil wenn der Wagenheber sich lockert, hat man immer noch eine paar Sekunden Zeit, sich zu entfernen. Jetzt haben wir hier sehen hinten, wir mal den Gammel. Jetzt haben wir hier hinten drin. Den Gang mache ich jetzt oft mal raus. Damit man noch alles gut bewegen kann. Gang ist raus. Gang ist raus, meine Freunde. Da kommt Werkstattshilfe. Müssen wir da hinten drinne die Inbus losmachen, ob ich denn die Verlängerung liegen. Da. Gut, was nehmen wir da? Wieder den sogenannten Vielzahn-Innenkant oder wie, ne? Innenvielzahn. Innenvielzahn, Stärke 10, ne? Stärke 10. Also ein 10er Innenvielzahn. Ja, ein 10er Innenvielzahn ist immer noch richtig. Ein Schlagschrauber dran. Nein. Ist ja gut, wenn ich nicht von diesem Kameralicht so drin kann ist. Er. Leg mal her. Ich leuchte mal rein. Siehst du alles noch? Gelockert. Schon mal rausballern, das Ding. So. Oh, ein Traum. Da sehen die. Sieht schon älter aus, siehst du das? Ja. Die Schraube. Das ist schon richtig. Und immer oben reinlegen. Hier ist schon 16er Nuss. Brauchen wir. Da sehen wir schon die alte Antriebswelle, aber die sieht aus, als wenn sie schon mal gemacht worden wäre. Das
wirklich alles auseinander. Die Pferde und Frauenarzt. Steht da nicht, der Junge. Da liegt schon wieder eine Nutz. Sind die andere hingefallen? Da. Wenn die nicht rauskommt. Das ist eigentlich festgezogen. Das würde ich gerne mal wissen, was das für ein Ochse war. Die andere Seite ging viel besser ab. Die war auch noch original. Der ihn gehabt hat. Der hat den, oder ich weiß nicht, aber es geh mal rein, tritt mal auf die Bremse. Warte, ich gehe jetzt rein und tritt auf die Bremse. So, jetzt bauen wir hier Querlenker ab. Das sind hier unsere drei Schrauben. Ich will das mal filmen. Diesmal ohne Schlagschrauber. Geht auch gut ab. Welche Nuss ist das? 15. 15er Nuss. Ja, die sind auch gut abschraubbar. Hab ich vorher mal mit WD-40 eingesprüht. So, muss ich mal auch noch packen hier. Die werden dann normal wieder mit 50 Newtonmeter angeschraubt. Die sind also eigentlich nicht so fest. Also da sehen wir, das sind drei Schrauben, ne? Ja. Ja, gesagt, drei Muttern. Das ist der Kerl. Ja, wir zeigen hier alle eventuell auftretenden Probleme ungeschönt. Sind keine Werbeseite. Das kann schon mal ein bisschen heiß hergehen. So, hier habe ich jetzt mal die Schrauben nicht kaputt gemacht. Also können wir die wiederverwenden. Alle noch top in Schuss. So, gut. Jetzt machen wir mal die Achsschraube noch komplett raus. Ja. Die machen wir dazu da brauchen wir wieder unsere, was ist das? 17er Imbus. 17er Imbus. Kann man jetzt einfach hier so machen. Kann man hier rausschrauben. Und die rechte Welle. Das ist, da kommt sie. Nicht so schlecht. Oh. Die Achsschraube. Oh. Ding an. Das ist noch schön fett. Gut gefettet. Ja. Schlecht hier mal rein schon. Sehen wir auch schon die Antriebswelle gucken. Ich sehe die gar nicht aus, glaube ich. Ja, aber wir machen sie trotzdem, weil wir haben ja immer das Teil. Ja. Dann kann man die sich auch aufheben. So. Jetzt müssen wir hier mal den Querlenker abmachen. Dazu. Nach unten. Das ist am besten, wenn man hier mal so ein Ding, dass man mal ein Montiereisen hat. Einen guten Schraubenzieher. Mal gucken, ob der geht. Da muss man halt vorsichtig sein. Ja, schon. Damit man sich nicht verletzt. Komm. Ah, geht. Das ist hier frei. Jetzt kann man hier nochmal. Kann man die jetzt da einfach rausziehen? Ja, ich will jetzt hier mal kurz einen kleinen Schlag geben. Warte. Für mich. Aber mit einer großen Auflagefläche. Oh, da ist sie. Nicht locker. Alle Schrauben raus, oder? Angerostet, oder was da hinten drin? Ja, du hast 6 Schrauben raus. Und alle raus. Da ist das Ding. Ist es.
explodiert auch schon hier. Die klappert. Auch schon ein Spiel. Wieder gut fürs Training. Da schauen wir mal da hinten rein. Sehen wir jetzt das, wo die angesetzt ist. Aber das Teil, oh, sieht doch noch gut aus. Mal kurz gucken hier. Das kann man auch wechseln. Ja, das da, was der Papa jetzt anfällt, kostet 138 € alleine. Ich baue jetzt erstmal die Welle rein. Dann fahren wir mal. Ach, das andere Teil willst du gar nicht einbauen. Ist das Sackgang, das rauszubauen? Ich werde das dann hören, ob das gut ist. Das ist schon, denke ich, ein bisschen schwer, ne? Da ranzukommen. Ja. Und dann. Okay, jetzt haben wir hier die neue Antriebswelle. Zeig sie mal. Klapper mal ein bisschen dran, wie bei der anderen. Hörst du nichts? Mhm. Hört euch mal das hier zum Vergleich an. Ja, oh ja. Hört man schon. Und hier mach es nochmal alles vom Feinsten. Ja. Deswegen bauen wir es rein. Einfach. Oder einfach. Was heißt einfach? Man braucht schon Kraft. Das erledigt sich hier nicht von alleine. Gar nicht. Einfach rein. Da hinten. Wo auch die andere drin war. Dann hier vorne einfädeln. Ich leuchte einfach. Ja, das muss man gucken. Ich leuchte mal da hin. Angefädelt kriegen. Mal die Lampe weg her, so. So ist doch ganz schön. So, ja, halt mal so fest. Halt mal. Ja, so ist gut. Wo ist der Imbus? Der Fies. Da. Der Innenfiel. Ah, Vielzahn. Der 10er Innenfielzahn. Das ist das, was immer hier fixiert ist. Einfach erstmal reinschrauben. Das ist schon mal jetzt einmal fixiert so. Haben wir das schon mal drin? Jetzt machen wir ein, jetzt fädeln wir sie erstmal hier wieder ein. So. Eil! Dann kann man das hier schon mal besser wieder drehen. So. Dann macht man hinten noch die restlichen 5 Schrauben rein mit 2 diesen runden Teilen. Naja. Gehost hier. Jetzt machen wir den Querlenker. Okay, Fett ist schon mal drin. Ich dachte, du hast gekotzt. Ja, genau. Hat sich das gerade angehört? Ich den Kotzen. Wenn es schwer geht. Das ist doch auch nicht. Schraube wieder reinmachen. Jetzt gehen wir uns mal hier einen 25er. 27er. Ziehen das hier mal langsam rein. Ja, den hattest du.
fertig. Du hattest doch einen 27er. Lass mal dahin. Gucken, wie sich's reinzieht. Ja. Zieht sich rein. Zieht sich rein. Musst du es auch noch fest. So, mal handfest rein. Werden sie über Kreuz mit 10 Newtonmeter erstmal vorgezogen. Drehen wir das halt immer nach oben hoch, dass ich dran komme. Dann stecken wir noch den Querlenker drauf. Also da hinten die Schrauben. Das sieht man jetzt schlecht auf der Backen. Kann mal reinleuchten. Na, jetzt sieht man sie da hinten drinne. Die ziehen wir jetzt wieder mit dem Innenfilzern fest. Da kommt da, dann geht jetzt die nächste Schraube. Und dann drehen wir hier in der Bremsspalte, damit wir die Schrauben wieder hochdrehen können. Hand fest, so viel wie man mit der Hand halt hinkriegt. Dann wieder drehen. Jetzt kommen die letzten zwei. Die letzten zwei. Schweiß läuft, es ist warm. Schweiß läuft auf der Stirn. Zeit für eine Pause? Nein, keine Zeit. Wir wollen fertig werden mit sowas hier. Aber ich sag mal, wenn du fertig bist. Dann sind wir mal gespannt. Dann nehmen wir euch auch mal mit auf eine Probefahrt, oder? Oder so einen alten Wagen hier. Wie lang? 20 Jahre. So alt ist der schon. Ja. Der erste Touran, den es gab. Echt? Kann auch schon mal ein paar Oder wann war der erste Touran? 2-1 oder 2-3? Ich glaube 2-3. 2-1 sein. Schreibt es in die Kommentare. Ich weiß es nicht. So, wenn. So, gut. Billig und gut. Na, billig ist der nicht gewesen. So, warte Jetzt mal. Ist er billig. Ja. Was denn? 1900 für dieses Auto? Ja. Aber jetzt ist ein Querlenker. So, zack. Drin ist er. Drin. Ratsche. Ratsch. 15er. Den 15er Ratsche. Die brauchen wir auch noch. Wie gesagt. Drinne. Ja. Zack, zack, zack. Dran die Viecher hier. Kriegen dann 50 Newtonmeter drauf geballert. So haben wir es in der Fachliteratur gefunden. Ja, wenn mal keiner hat, einfach festziehen. Was willst du denn machen? In Afrika, Freunde. Afrika muss auch gehen. Wenn man mit dem Unimog nach Afrika willst, ne Martin, dann musst du auch mal schrauben können. Sonst hast du ein Problem. Wenn die Jungs von... Nicht sich so einen klapprigen Ausbau reinmachen lassen, denn wenn du einmal wo die Düne fällst, auseinanderfällt. Für Haufen Kohle. Das ist alles... Von Woody Wang. Alles rausgeschmissenes Geld. Kann man nur machen, wenn man genug Leute hat, Y-Food bestellen. Wie lange schrauben wir jetzt hier? Ja. Ah, ich denke mal, wenn es alles gut losgeht, 20 Minuten. Es ist in einer halben Stunde erledigt. Stunde. Wenn du das wechseln lässt in der Werkstatt, dann wollen sie da zwischen 1000 und 2000 Euro für beide Seiten. Wie viel bezahlt man für die Ersatzteile? Beide Wellen 150. Beide Wellen 150 plus ungefähr, wenn man nichts wirklich kann, dauert, wenn man wirklich nichts kann, dauert es vielleicht eine Stunde, aber wenn man schon ein bisschen Schrauberfahrung hat, halbe Stunde.
Deswegen auch immer eine Schutz. Also Hauptproblem war hier gerade die Achsschraube aufzukriegen. Aber dafür immer, wie heißt das, das ist ein Drehmomentschlüssel, aber es gibt so andere Stangen. Eine Riesenratsche oder so. Einfach was, was viel Hebel hat, wo man vorne eine Nuss draufstecken kann. Jetzt hier, Drehmoment ist eingestellt, 50. Dann schrauben wir die Querlenker, Muttern an. Dann nehmen wir es auch nochmal 15. So. Erstmal so ein bisschen und dann, wenn alle so richtig drin sind, das Drehmoment draufgeben. Hat schon. Ja, war es schon dran. Zack. Noch. Gut. Auch fest. Und das. So, jetzt. Ziehen wir uns erstmal hier die noch mal fest, dass die wieder richtig drin sitzt. Dazu dient die Ratsche. Können wir mal gucken, zieht sich die Welle schön rein. Kommt sie? Kann man sehen? Zieht sie sich? Ja, sie zieht sich rein. Zieht die sich quasi rein, hinten ist sie ja fest. So, jetzt haben wir die schon drin. Mal. Jetzt dreht sie sich. Jetzt haben wir das schon mal so weit fest. Ziehen wir dann noch mal nach. Ja. Und jetzt geht der Chef noch mal rein. Ja. Und, dann? Und ich ziehe die hier jetzt schon mal nach. Er tritt mal auf die Bremse, dass ihr nicht seht. Okay, ich stelle die GoPro mal hin. Ziehen wir die schon mal ein bisschen vor. Über Kreuz. Gut, ich gehe da rein. Okay, Bremse, bitte. Okay, haben wir schon mal vorgezogen, loslassen. Eins, jetzt ziehen wir die über Kreuz. Bremsen. Okay. Fest. Jetzt so die nächste. Hier bremsen. Loslassen. Bremsen. Okay, gut, loslassen. Bremsen. Ach schon, loslassen. Bremsen. Loslassen. So. Bremsen. Okay, gut. Jetzt machen wir die Dinger fest. Jetzt gehen wir auf 70. Und schrauben sie fest. Bremsen! Loslassen! Bremsen! Feste! Tauschen müssen. Gut, was haben wir jetzt alles für Werkzeug nicht gebraucht? Also, Werkzeuge, legen wir mal hier hin. Wir brauchen
einmal diesen 17er für die Radbolzen. Für den Schlagschrauber. Schlagschrauber. Leg einfach alles mal hier auf diesen schönen Teppich. Dann haben wir hier einen Halbzoll Antrieb mit Stecknuss 15 für den Querlenker unten. Dann haben wir hier für die alte Achsschraube benötigt einen 17er Inbus. Die wird sehr fest. Dann hatten wir für Schraubenzieher braucht man auch. Schraubenzieher mal hin und wieder. Und den Schlagschrauber. Dann halt mehrere Verlängerungen mit einer 10 mm Nuss, wo dann die. Wo ist eigentlich hin? Hinter dir. Den Infielzahn M10. Mit einer schönen langen Verlängerung, damit man gut hinten reinkommt. Ja, dann halt noch einen 27er. Für die Dings hier. Für hier die neue. Da gibt es x verschiedene Schrauben. 27 haben wir jetzt hier. Dann hatten wir hier einen 17er Inbus. Drüben hatten wir 24er Vielzahn. Alles Mögliche war hier drin. Dann gehen wir jetzt mal die. Hört man hier. Klapper. Ja, hörst du? Ja. Oh ja, hörst du? Oh ja. Jetzt ziehen wir nochmal da runter zu den ganzen. Und ein Hammer ist auch noch immer gut, um mal was zu lockern hier und da. Ich leg das hier mal alles hin. Das braucht man alles. Und natürlich unseren Rangierwagen hier. Und guten ganz Dienste wenig. Vielleicht. Noch ganz wichtig, der Rangierwagenheber mit einem ordentlichen Hebel. Der ist aber mit im Set enthalten. Also, und ein Drehmomentschlüssel natürlich auch. Oh ja, klar. Alles ist einmal Drehmoment hinten für die Schrauben am Antrieb. Die hier 70 Newtonmeter, hier 200 an der Schraube. Unten die am Querlenker 50 und hier die haben wir mit 120 gemacht. Alle Angaben, alles hier ohne Gewehr, ne? Ist einfach nur aus dem Handbuch. Was heißt aus dem Handbuch? Es ist einfach nur unsere